Ja, servus Leute. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung der Breaking Electro News. Es gibt gute Nachrichten vom IWS U5, auf die mich die Zuschauer Thilo und Michael hingewiesen haben. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Euronics, einer der Partner von IWS, hat jetzt die Vorbesteller darüber informiert, dass es zeitnah mit den Probefahrten von IWS-Fahrzeugen losgehen kann und ab September auch die ersten Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert werden. Den Link zu der Mail werdet ihr genauso wie die Karte zu den Stützpunkthändlern, die ich euch dann gleich noch zeigen werde, unten in der Videobeschreibung finden. Also wenn ihr da nochmal selbst nachlesen, nachforschen wollt, dann guckt bitte unten in die Videobeschreibung. Die Mail beinhaltet also folgende wesentliche Informationen. Zum einen ist enthalten eine Liste der voraussichtlichen Stützpunkthändler von Euronics, die dann auch Probefahrten anbieten werden. Und da sehen wir hier dann auch die Karte. Und wie man hier sehen kann, ist die Verteilung im Westen sehr dicht, während sie in Ostdeutschland doch wieder etwas zu wünschen übrig lässt. Ich hoffe mal, dass trotzdem jeder einen Euronics-Händler in der Nähe hat, wo er sich den IWS U5 dann mal anschauen kann. Bei mir ist es leider auch so, dass Fulda nicht vertreten ist, aber zumindest in Lauterbach gibt es einen Standort und wenn der IWS U5 dort zur Probefahrten zur Verfügung steht, werde ich spätestens dann das Auto mir auf jeden Fall nochmal näher anschauen. IWS weist aber darauf hin, dass diese Standorte wohl noch nicht zu 100% vollzählig sind. Es kann also sein, dass auch in eurer Nähe noch ein Euronics-Händler einen IWS U5 zur Probefahrt zur Verfügung stellen kann. Dann weist Euronics nochmal auf eine bekannte Information hin, denn die Fahrzeuge, die dann in der zweiten Jahreshälfte an Kunden ausgeliefert werden, sind dann bereits das 2021er Modell. Die wesentliche Änderung unter weiteren Veränderungen ist dann wohl eine neue Antriebseinheit. Deshalb steht auch momentan die WLTP-Reichweite vom IWS U5 Modelljahr 2021 noch nicht fest. Darüber hinaus gibt es aber auch noch ein paar Neuigkeiten, zumindest aus meiner Sicht, denn das 2021er Modell wird in einer Standardvariante und in einer Premium-Variante auf den Markt kommen. Beide Fahrzeuge sollen unter 40.000 Euro brutto vor Umweltprämie liegen. Und das ist für so ein großes SUV, ich habe mir das ja schon mal angeguckt, ich verlinke hier oben in der Ecke auch nochmal ein Video dazu, ist das in meinen Augen ein mehr als nur konkurrenzfähiger Preis. Und es gab ja auch mal Gerüchte, dass nur Leasing möglich sein sollte. Zumindest wurde das mal an mich herangetragen. Hier schreibt Euronics aber ganz klar, dass Kauf, Finanzierung und Leasing möglich sein werden. Das heißt also, jeder kann sich die Anschaffungsmethode aussuchen, die ihm persönlich am liebsten ist. Die Farben, die es geben wird, sind dunkellila, weiß, anthrazitgrau, meine persönliche Lieblingsfarbe und blaugrün. Und dann hat Euronics auch noch ein paar zusätzliche technische Informationen mit dazu zur Kenntnis gegeben. Also Punkt A, das Gewicht wird so rund 1,7 Tonnen betragen. Die Bereifung ist recht üppig. Bei den Felgen gibt es Unterschiede. Die Standardversion wird augenscheinlich mit 17 Zoll ausgeliefert. Die Premium-Version dann vermutlich mit den 19 Zöllern, wobei ich nicht weiß, ob man die dann auch noch zusätzlich konfigurieren kann. Der Online-Konfigurator steht erst im August 2020 online zur Verfügung. Dennoch hat man hier schon mal ein paar Informationen, wie sich die Standardversion und die Premium-Version unterscheiden. Man sieht also Autoparkfunktion, Fronteinparkhilfe, Glasdach, Heckklappe mit Fußgestensteuerung, kabellose Lademöglichkeit für Smartphone und Ledersitze sind bei der Premium-Version Serie, bei der Standardversion nicht enthalten. Ich hoffe natürlich, dass man einzelne Optionen eventuell dann auch nochmal dazu kaufen kann. Und es wird auch nochmal bestätigt, dass die Standardversion bereits umfangreich ausgestattet ist und es wird eine Anhängerkupplung mit einer noch festzulegenden Anhängelast zur Nachrüstung zu erwerben sein. Ich gehe also hier davon aus, wenn Euronics von einer Anhängelast spricht, also nicht von einer Stützlast, dass auch wirklich der Hängerbetrieb mit dem IWS U5 möglich sein sollte. Dann beinhaltet die Mail noch den Zeitplan. Da will ich euch auch noch mal kurz informieren. Juni 2020 Vorstellung der finalen Konfiguration, Beginn der Vorbestellungs- und Reservierungskampagne. Juni, Juli, also dann vermutlich eher Juli. Präsentation und Probefahrten Modelljahr 2020 an diversen Standorten in Deutschland, abhängig von politischen Vorgaben innerhalb der Entwicklung der C-Krise. Das ist uns ja allen sowieso klar. Im Juli 2020 ist dann der Produktionsstart für das U5 Modelljahr 2021. Im August 2020 kann man dann auch die 2021er Version dann auch mit der neuen Antriebseinheit antesten. Wie schon erwähnt, der Online-Konfigurator ist dann online und im September 2020 beginnen bereits die Auslieferungen vom U5 Modelljahr 2021. Ich persönlich begrüße diese Entwicklung, denn damit wird es mehr Auswahl unter den Elektroautos geben und auch die etablierten Hersteller, gerade die deutschen Hersteller, bekommen ein bisschen mehr Druck, um mit ihrer Entwicklung von neuen Elektroautos ein bisschen Gas zu geben. Aus meiner Sicht also durchweg positive Nachrichten. Ich freue mich auf den IWS U5.
Ich konnte ihn mir ja schon in Frankfurt live anschauen und war von der Qualität des Fahrzeugs wirklich positiv überrascht. Bin ich ja meistens von Elektroautos. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das 2021er Modell sich vom 2020er Modell unterscheidet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis scheint auf jeden Fall richtig gut zu werden. Ja, das waren also die aktuellsten Entwicklungen beim IWS U5. Das soll es dann auch für das Video bereits gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und lasst auf jeden Fall ein Abo da, denn die aktuellsten Nachrichten rund um das Thema E-Mobilität gibt es natürlich nur bei mir.